Und jetzt geht's in den Maschinenraum. Der abgeschlossen ist. Trotzdem gibt's den Schnitt. Ich ahne, was jetzt hier gleich steht. Finde den Schlüssel, der die Tür zum Maschinenraum entriegelt. Will ich nicht. Ich will den Radarschlüssel finden, um dieses Haus zu verlassen. Lasst mich raus aus der Bude. Okay. Wenn ich ein Schlüssel wäre, wo wäre ich dann? Ich werde das Gästezimmer nochmal durchsuchen. Denn wenn ich ein Schlüssel wäre, wäre ich im Gästezimmer und nicht im Lagerraum. Das ist schon vorher da. Was? Oh. Hallo, Torso. Nein, du bist kein... Was bist du denn? Oder? Doch, du bist ein Torso. Hallo, Torso. Ich suche nach Herr Bob. Moment, wir waren im Gästezimmer und da lag noch kein menschlicher Torso davor. Oh, nein, 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 nein. Studienzimmer. Ich gehe ins Studienzimmer. Das Studienzimmer scheint mir irgendwie... Böse und dumme Monster kommen nicht in Orte der Intelligenz. Ich weiß, es stimmt nicht, aber es gibt mir irgendwo Hoffnung. Ich rede mir das jetzt einfach ein. Es hilft ganz bestimmt. Oh, Mann. Ich habe mir Gott sei Dank auch ein bisschen Nervennahrung hier hingelegt. Links, rechts, geradeaus. Gehen wir erstmal hier rein. Kurzlicht. Da ist eine Kiste mit einer Zunderbüchse drin. Das heißt, die Zunderbüchse, die wir gerade gebraucht haben, haben wir wieder drin. Und sogar noch eine extra. Und Faberschier-Eier. Faber, Platz, Platz. Schade, die platzen alle nicht mehr. Das war wirklich nur... Hallo. Guck mal, PewDiePie, wen ich... Ups, Entschuldigung. Guck mal, PewDiePie, wen ich da gefunden habe. Das ist für dich, PewDiePie. Ich laufe auch ein bisschen mit deinem Freund durch die Gegend. So... Weil ich gerade keinen Reki finde, leihe ich mir einfach PewDiePies Maskottchen mal kurz aus. Ich hoffe, PewDie, du hast nichts dagegen. Achso, für dich muss ich ja... Für dich mache ich sogar in Englisch. PewDie, look at this. I found your little friend. Sorry, I forgot how do you call it. I don't find my little friend Reki, so I will use yours for this time. I hope it's okay for you, and I don't think you will watch this Let's Play, but maybe you do, and well, have fun. So, jetzt wechsle ich wieder nach Deutsch. Tür immer zumachen. Und, sag mal, ist meine nur leichte Kopfschmerzen und der Blick verzerrt sich im Dunkeln schon ganz schön übel. Ich kann aus dem Fenster hier rausgucken. Ich will es gar nicht. So. Pass auf. Du guckst für mich aus dem Fenster und ich guck mich währenddessen in dem Raum hier um. Ah, ein Kreuz! Ein Kreuz! Wir sind sicher! Wir haben ein Kreuz! Ich nehme das Kreuz mit. Also wenn hier nicht mehr viel, jetzt bald keine Rüstung mehr auftauchen, dann brauche ich einen Reiki-Ersatz. Irgendwas, was wir öfter finden. Ich halte das Kreuz gerade verkehrt rum. Ist das jetzt besser oder schlechter? Das ist auch ein Kreuz. Ich will mal Licht haben hier. Sieht irgendwie anders aus. Oh, ne. Ist das eine Bibel? Sieht aus wie eine Bibel. Ich nehme die Bibel mit.
glaube, ich brauche einen neuen Weg. Es gibt hier keine Ritterrüstung mehr. Wahrscheinlich ist hier auch sonst nichts. Oh, halt. Da, ein Zettel. Brief bezüglich der Entdeckung einer Kugel. An meinen treuesten Schüler und Freund Johann Weyer. Das bemerkenswerteste Ereignis trug sich zu, als ich diesen Sommer durch die preußischen Wälder reiste. Ich fand endlich eine der Kugeln, nach denen ich seit 20 Jahren gesucht habe. Sie ist so unerklärlich, wie der Heliodromus es im Hortus Conclusus beschrieben hat. Es war so, wie es erzählt wurde. Ein unterirdischer Mithras-Tempel, gekrönt mit dem unirdischen Artefakt. Die Kugel war so groß, um meine Hände auszufüllen, und sie war glatt und gezackt. Ihre Farbe war ausgewaschen und dennoch kräftig. Gegensätze reichen nicht aus, um ihr Wesen zu beschreiben. Es war eine absolute Unmöglichkeit, ein künstliches Paradoxon gefangen in Stein. Ich war in einem nahegelegenen Dorf namens Altstadt untergebracht, während ich eine der alten Spuren erforschte, als ich endlich die Höhle fand. Ich trat ein und konnte plötzlich die wahre Existenz dieser rätselhaften Artefakte bestätigen. Es gibt sie wirklich. Hör auf! Wie du sicher verstehen kannst, ist dies die wichtigste Entdeckung meines Lebens. Aber es ist auch zu meinem größten Vorsprung. Als ich die unterirdischen Kammern betrat, konnte ich spüren, wie ich zur anderen Seite übertrat. Ich war neugierig und tat mein Bestes, um gegen die Instinkte anzukämpfen, und nahm dann die Kugel von ihrem Platz. Ich kroch aus der Kammer heraus und in den Wald. Ich konnte fühlen, dass mich etwas verfolgte. Es bellte immer lauter, je näher es kam. Das Biest, der Wächter der Kugel, war unerbittlich in seiner Verfolgung. Ich schaffte es bis zur nahegelegenen Schlucht, wo ich auf einige Männer stieß, die im See angelten. Ich versuchte, sie zu warnen, als ich an ihnen vorbeilief, aber glücklicherweise beachteten sie mich nicht, und ich setzte meine Flucht fort. Als ich das Echo ihrer Schmerzensschreie durch das Tal hallen hörte, fühlte ich eine riesige Erleichterung und glaubte, ich bliebe verschont. Plötzlich wurde ich von einem blau schimmernden Licht eingehüllt, und die Farben des Waldes verschwammen vor meinen Augen. Ich lief weiter durch die trostlose Umgebung. Die Bäume waren so schwarz wie Kohle und die Blätter wie aus Asche. Der Boden war mit trübem Wasser bedeckt. Ich lief weiter über den durchweichten Boden, als glühende Asche vom aufkommenden Wind weggeweht wurde und es auf mich herabregnete. Ich konnte flehentliche Schreie in der Ferne hören und auch schrie, als Schmerz und Angst mich überkamen. Ich fiel keuchend zu Boden. Das muss sicher merkwürdig klingen, aber ich wurde meilenweit über die Alpen hinweg bis zu einem grasbedecktes Feld hinter Genua getragen. Der Wächter hatte die Kugel von mir genommen, aber noch bis heute fürchte ich seine Rückkehr. Manchmal liege ich nachts wach und höre die Schreie, die ich auch damals im Wald hörte. Inzwischen sind fast 10 Jahre vergangen und ich konnte bisher nicht über den Vorfall schreiben. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, erzähltest du mir von deinem Interesse und deinen weiteren Forschungen an den mystischen Kugeln, und mir wurde bewusst, dass ich dir die Wahrheit über meinen Besuch in Altstadt schulde. Dein Freund und Mentor, Heinrich Cornelius Agrippa. Tierexperimente. Canis Lupus Familiaris. 12. April 1658. Nach einer kurzen Studie ist klar geworden, dass die Gemütserregung des Menschen auch im Hund gefunden werden kann. Furcht und Schmerz verursachen Stress, der eine innere Reaktion auszulösen scheint, die dem Tier schließlich eine immense Kraft gibt. Ich glaube, diese Reaktion wird im Gehirn verursacht. Es ist schwer zu sagen, was genau es ist und wo es sich befindet, aber ich kann es spüren. Ich bin der kosmischen Entstehung auf der Spur. Es gibt allerdings ein Problem im Gewinnen dieser Energie, da das Geschöpf während des Experiments stirbt. Ich muss diesen Prozess der Qualen weiterentwickeln, um echte Arbeit zu ermöglichen. Es müssen mehr Experimente durchgeführt werden, aber es scheint, dass nur Menschen die notwendige Menge produzieren können. Vielleicht ist es ihre Fähigkeit, den Ernst des Prozesses zu verstehen, was das Gefühl von Terror schmiedet. Nicht? Hört er nicht. So, hier ist noch ein Zettel. Grenzen der Anatomie. 9. Januar 1658. Hallo, weitere Enttäuschungen. Die neuesten Erkenntnisse des Antiquars haben nichts gebracht. Ich bin noch immer nicht imstande, das innere Wesen des Lebens und seinen Zusammenhang mit der Energie zu fassen.
Ich sollte mehr Bücher darüber lesen, aber ich vermute, es ist sinnlos. Da bisher keine Forschung dahingehend angestellt wurden, muss ich wohl selbst diese Lücke schließen. Natürlich verfügen Menschen über weitaus mehr von der Energie, die ich suche, aber ich hoffe, Tiere genügen auch. Die sind einfacher zu beschaffen. Ich hatte jetzt eigentlich wirklich damit gerechnet, dass wir hier auch... dass wir hier auch den Schlüssel eigentlich finden würden, vielleicht. Ich meine, es würde Sinn ergeben, aber... hier ist nichts. Wir sind Statuen ohne Kopf. Und Kerzen, die aus sind. Und solche Sachen. Na gut. Hier ist noch nichts Böses. So. Okay. Nur zur Sicherheit. Reki, du gehst vor. Und? Ist alles sicher da draußen? Scheint okay zu sein. Bist du denn? Reki, versteck dich nicht unterm Tisch. Das ist mein Job, okay? Weil ich... ich höre Geräusche. Ich höre böse Geräusche. Niki, du musst mich hier schützen, okay? Du bist mein Bodyguard. Und? Alles okay da draußen? Scheint irgendwie so. Es klingt zwar nicht danach... kann gerade irgendwie nicht gut gewesen sein. So, okay, Riki. Wir geben Fersengeld. Auf geht's. So, du bleibst hier. Wenn mich Monster jagen, dann halt sie auf. Danke, Riki. Bist ein echter Freund. So. Wir scheinen auch das überlebt zu haben. Allerdings stehen wir jetzt vor dem Problem, dass wir immer noch nicht den Schlüssel haben. Vielleicht hier irgendwo. Ich habe mich um den Brunnen noch nicht so richtig umgesehen. So eine Kiste mit... oh, Öl und Zunderbüchsen. Öl. Will ich einfüllen. So. Gut. Wir haben eigentlich... haben wir im Lager vielleicht noch was vergessen? Da ist nichts. Vor den erhabenen Löwenstatuen ist auch nichts. Hier hinten vielleicht. Nein. Wir brauchen den Schlüssel für die Dings. Für die Tür. Ich bin mir aber gerade unsicher, wo ich den finde. Hier im Aufzug liegt er auch nicht. Der Hebel funktioniert immer noch nicht. Okay. Moment, vielleicht, aber... das ist jetzt eine Vermutung. Vielleicht brauchen wir den Schlüssel noch nicht mal. Der Gegenstand kann dafür nicht verwendet werden. Nein,
Okay, wir brauchen tatsächlich den Schlüssel. Gefunden habe ich ihn definitiv noch nicht. Okay. Hier, Bob, wenn du noch mal Hunger hast, hast du noch mal dein Torso. Wir durchsuchen einfach noch mal das Gästezimmer. Ich hoffe übrigens, die Helligkeit, also sagt mir jetzt mal kurz, ob die Helligkeit in Ordnung ist, dass ihr alles gut seht. Das wäre mir nämlich sehr wichtig. Hat die die nicht schon kaputt gemacht? Frechheit. Also wenn die Monster wirklich nur in festgeskripteten Orten kommen, dann kann ich mich an Orte zurückbegeben, wo ich wohl sicher bin. Wie spät haben wir es eigentlich gerade? Ha. Leck mich. Ich will eigentlich nicht fluchen, aber irgendwer hat hier aufgeräumt, während ich nicht da war. Moment. Ich meine sogar, diesen Ort würde ich vielleicht sogar noch wiedererkennen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Jetzt erstmal die Schublade hier raus. Wir dürfen ja keine Kleidung. War da jetzt gerade ein Connection Lost? Ich hoffe nicht. Mal Licht machen hier. Moment. Nein, das ist ein ganz normaler Kerzenhalter. Was ist mit dir? Mal die Schubladen hier durchsuchen auch. Ich bin mir gar echt nicht sicher, wo ich suchen soll. Ich mag es nicht unbedingt ins Lager gehen zu müssen. Moment, das? Was haben wir denn hier? Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Haha. Na, sieh mal einer an, was wir hier haben. Der Schlüssel im Glas. So. Jetzt mal ehrlich, sind irgendwie gerade Abrisse mit dabei? Beim Stream? Leute? Kinder sind bei den... Okay. Scheinbar habe ich gerade irgendwie die Connection-Probleme. Könnte auch mein 24-Stunden-Disconnect sein. Ganz kurz gewesen. Ich hoffe jetzt aber mal nicht, dass er sich jetzt irgendwie einbürgert. Weil jetzt sagt er eigentlich wieder Perfect Streaming. Ich nehme auch mal an, er streamt jetzt wieder perfekt. Ich hoffe es zumindest. Das ist leider wirklich keine Absicht, wenn hier mal wirklich die Connection weg ist. Ich hoffe, das wirkt sich auch nicht irgendwie auf die Aufnahme selber aus. So.
Wir gehen in den Maschinenraum. Und wie könnte das anders sein? Meine liebe YouTube-Gemeinschaft sieht das erst im nächsten Video, weil jetzt auch mal wieder genügend Zeit vergangen ist, damit ich hier wieder den nächsten Schnitt setzen kann. Drum geht's gleich im nächsten Video für euch weiter.